Ein Kieselsteinweg führte mich zu dem Haus. Das Licht fiel auf englischem Rasen, auf seidenem Teppich stand ich im Portal. Vor Gemälden und wertvollen Vasen, da zeigte der Hausherr voll Stolz den Besitz. Was Sie hier sehen, das gehört mal meinem Kleinen. Dieses Haus, die Fabrik, das Geschäft, nur für ihn tue ich das. Dafür lebe ich, ich hab nur den einen. Während er so erzählte, mit dem Glas in der Hand, sah niemand den Kleinen, der im Türrahmen stand, als er anfing zu reden. War's plötzlich ganz still. Und er sagte, Papa, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich will mit dir einen Drachen bauen, mit dir einen Drachen bauen. Für sowas hast du niemals Zeit. Ich will mit dir einen Drachen bauen, mit dir einen Drachen bauen. Denn ein gekaufter Drache fliegt nicht mal halb so weit. Der Kieselsteinweg führt noch heut zu dem Haus. Die Partys sind dort längst verklungen. Der Mann sitzt vor mir leicht gebückt und ergraut und erzählt mir leis von seinem Jungen. Der lebt heute sein Leben irgendwo in der Stadt. Es ist alles ganz anders gelaufen. Er hat mir geschrieben, er kommt nicht mehr heim. Ich glaube, ich werde alles verkaufen. Während er so erzählte, mit wenig Hoffnung im Blick, gehen meine Gedanken zu dem Kleinen zurück. Er sagte damals sehr wenig, aber trotzdem so viel. Mit den Worten, Papa, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich will mit dir einen Drachen bauen, mit dir einen Drachen bauen. Für sowas hast du niemals Zeit. Ich will mit dir einen Drachen bauen, mit dir einen Drachen bauen. Denn ein gekaufter Drachen fliegt nicht mal halb so weit. Mit dir einen Drachen bauen, denn ein gekaufter Drachen fliegt nicht mal halb so weit.